So Freunde, heute werfen wir einen Blick in die Box des Tigers 1 von Rubicon Bottles. Bei dem Modell handelt es sich um die Ausführung E und er kann als Early, Mid oder Late War Version des Tigers 1 zusammengebaut werden. Wie immer gibt es hinten drauf noch eine kleine Farbauswahl, wie man den Tiger bemalen könnt. Abbildung vom Deckel Sheet und hier kleine geschichtliche Daten zum Tiger. Aber schauen wir doch mal rein, was hier alles Tolles drin ist. Ja, als erstes, wie man es gewohnt ist von Rubicon, schön großer Abziehbilderbogen, schön vollgepackt. Dann haben wir hier natürlich eine Anleitung. Schön ausführlich, schön detailliert. Und das Wichtigste, vier Gussrähmen. Ja, beim Tiger sind die Teile alle ein bisschen größer. Aber wie von Rubicon gewohnt, alles schön detailliert, schön scharf. Hier der zweite Gussrahmen mit extrem dicken Ketten. Ich hoffe, man erkennt es irgendwie. Und hier, also wie gesagt, die Box hat drei verschiedene Abdeckungen für den Turm. Das ist das Gute bei Rubicon, die bringen immer irgendwie irgendwelche Varianz. Ist eigentlich in allen Sets, in allen Boxen drin. Hier gibt es sogar ein zweites Paar Ketten. Aber hier sieht man schon, also der Tiger ist, da ist alles etwas größer bei dem Modell. Aber so soll es ja auch sein. Und dann haben wir hier noch den vierten Gussrahmen. Also auch hier der Turm, sieht man ja alles. Etwas größer, jetzt ist schon ein Teil aus dem Gussrahmen gelöst. Aber irgendwie habe ich jetzt die Kanone verpasst. Hier ist die Kanone. Auch ein kleines Rohr, ne? Aber ich glaube, ich sage es jedes Mal, die Rubicon-Modelle. Also ich bin wirklich begeistert davon, kann sie wirklich nur jedem ans Herz legen, nur empfehlen. Ja, das war's dann soweit auch zum Tiger und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Bis dann.